scheiß Fickarsch! Apropos Muchachos. Oh, ganz, ganz wichtig. Tentakel ausgelutscht, Alter. Nein! Sind seine Sackhaare auch blond? Falls du uns nicht kennst, geiler Witz, natürlich. Seit wann haben wir neue Zuschauer? Muchachos, einen wunderschönen guten Hakuna, mein Tata. Heute wieder XA Albert PC 4. Was geht? Nein. Cringe auf jeden Fall wieder am Start, Muchachos. Diesmal war Marvin verantwortlich, nicht ich. Entschuldige mich ganz vielmals dafür. Herzlich willkommen, meine Freunde. Eine geile, beschissene Folge. Rainbow Six Siege, GTA am Start und guten Hunger und guten Rutsch. Wollte ich noch so gesagt haben. Guten Hunger, guten Rutsch. Das ist, hallo. Guten Rauch, gute Nacht. Und jetzt gibt es ein richtig geiles Mutant War Ride. Herzlichen Glückwunsch zur guten Note. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Zielerreichung. Gute Traurigkeit. Hallo. Alter, wie kannst du dich wenigstens von mir aufhalten lassen da? Alter, ich bin einfach richtiger King Kong, ey. King Kong! Also ich würde eher sagen, du bist eine richtige Lauchsardine, dass du da noch durchgepasst hast. Digga, du bist eine Lauchsuppe. Passt durch jedes Schlitzlein rein. Lauchsuppe ist schon relativ lecker. Digga, Lauchsuppe ist wirklich ziemlich lecker. Also gerade diese Lauch-Hackfleisch-Suppe da. Ne? Ja! Okay, der Witch wird böse. Ja, habe ich mich auch gefragt, wie ihm gehen. Wahrscheinlich ein bisschen weiter hoch! Du musst ja... Ja, hab ihn! Auf der anderen Seite noch ein... Okay, scheiße. Ich hab ihn nicht. Aber so geht's. Ja, einfach geil. Weiter oben raus. Eine kleine Welle hat mich noch erwischt. Deswegen habe ich verkackt. Aber geile Map! Una Map okay, ist da Espanol. Ist da 8% ist da muy caliente. Hallo. Und cerveza, por favor. Ganz genau. Digga, Spanisch ist so eine geile Sprache. Ich möchte sie können. Ich habe sie ein halbes Semester. Digga, du musst einen richtig bösen Winkel haben da. Da haben wir ein ganzes Semester gehabt. Hat auch meine 1. Glaube ich. Und bin dran. Easy, Brudi. Ja, ey. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Da kommt noch so ein... Ey, fuck! Weg, ne? Ja, du musst danach so einen Scheiß-Flip noch nach unten machen. Was ist das denn? Und dann noch am Wasser. Digga, das können nur wieder hier diese Spanier hier bauen. Übrigens, Madrid. Scheiße, ich war dran eigentlich. Madrid, extrem geile City. Barcelona will ich mal. Warst du schon mal in Barcelona? Barcelona will ich mal? Nee, ich war noch nicht in Barcelona, nee. Glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Ich hab gehört, war ja noch nicht da. Und dann noch mal in der saufen, ey. Nee, ich war also. Das heißt, in Spanien. Achso, Festland sagst du, ja? Ja. Aber ich weiß gar nicht genau, wo ich war. Ja. Ich war da 12 und bei einer befreundeten Family so aus einer 2-Wochen-Tour. Eine Woche waren wir in Frankreich, in den Pyrenäen, bei ihren Großeltern. Der Weird Flex. Das war mies cool. Übrigens habe ich die ganze Zeit so einen eigenen Stausee. Einfach. Wie kann man einen eigenen Stausee haben, Bruder? Fuck! Ja, ja. So ein Wasserspeicher da oder so, I don't know. Ey, was? Wir haben... Ey, ich hab ein bisschen, ja, ein ganz bisschen Speed verloren, danach verloren. Hallo, ich hab Schafflieb und jetzt noch durch die Arschloch, ich durch. Hallo, miesen Büffi-Profi, hallo. Mhm. Also wir waren erst eine Woche in den Pyrenäen in Frankreich und sind dann eine Woche nach Spanien gefahren, von den Pyrenäen rüber. Ich weiß aber nicht genau, wo da. Wir waren am Wasser, am Meer und haben so ein bisschen geschnorchelt. Und ja, das war's. Alter, das war richtig smooth. Digga, aber mit dem Auto, ne? Ich schwöre, dein Leben verschwindet einfach, wenn du so aus Norddeutschland nach Frankreich, Pyrenäen fährst und dann wieder nach Spanien. Aber so 3 Stunden im Auto unterwegs, ne? Ja, glaube ich. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, Barcelona soll ja richtig wunderschön sein. Gerade so die Stadt, dass du dir vorstellst, du bist am Kröpke, also in Hannover, ne? Du bist jetzt nur die Hannoveraner, gerade die Stadtzentrum. Und dann ist da einfach Strand. Du bist am Kröpke sozusagen in Hannover und dann hast du da Strand. Was? Ja. Mitten in der Stadt ist ein Strand, oder was? Ja, also... Sagte man hier. Das habe ich noch nie gehört, aber wäre natürlich eine krasse Stadtplanung. Das wäre ziemlich nice, oder? Oh nein! Sag mir bitte,
dass ich hier falsch bin. Ich bin hier falsch, deine Mama. Ciao, Mr. Deko. Leider bei dem einen Wechsel habe ich so mies Speed verloren, dass ich dann nicht mehr wechseln konnte. Den ersten Wechsel auch geschafft, aber danach nicht mehr. Okay, schade. Aber die Barcelona war ich noch nicht. Aber wenn da Strand in der Stadt ist, fällt das schon sehr interessant. Aber Barcelona ist auch so eine miese Touristenhochburg, oder? Ich kann das ja richtig gut verstehen, dass Menschen, die in solchen Orten leben, mies abgefuckt sind von den ganzen Touristen, die da Leuten auf den Sack gehen. Ja, dann macht man das einfach so wie in Rom. Da bin ich jetzt demnächst in der Nähe da, in der Toskana so. Bin ich auf einer Hochzeit. Und da sind gerade Freunde, die in Rom waren und da meinten die, da darfst du eiskalt nicht, wenn du so ein Auto gemietet hast, musst du es unterschreiben, dass du nicht in Rom parkst, weil die da einfach alle Autos abziehen. Und wenn du da selber dein Auto hast, musst du auch so eine Lenkradsperre da reinbrezeln, weil die einfach alles abziehen dort, ey. Stell dir jetzt mal vor, du hast da, keine Ahnung, selber ein Auto. Da laufen Taschendiebe rum, die Autos klauen, oder wie? Ich glaube nicht. Also ja. Okay. Die klauen dir einfach alles, aber wahrscheinlich sind das irgendwelche Sizilianer, die dir dann einfach dein Leben auch noch klauen, wenn du denen nicht das gibst, was du haben willst. Hallo! Hallo! Digga, wir rasieren hier gerade ziemlich geil durch, Digga, ne? Wir sind einfach die harten Profis, Alter! Was? Los! Ja. Ich weiß, also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten dann mit Tourismus. Auch mit selber dann Urlaub da machen, wenn die Leute einfach, bei denen du eigentlich zu Gast bist, schon mies abgefuckt sind von den ganzen Touristen. Digga, aber es dann gibt super viele so viel Länder, Städte, was auch immer, die davon leben, ne? Digga, ich war in Asien unterwegs und Südamerika, da gab es Orte, die haben zu 100% vom Tourismus gelebt. Die sind jetzt in Corona-Zeiten richtig im Arsch. Also richtig, richtig im Arsch. Und da hast du lieber halt nervige so Touristen, Maß oder? Geben, ne? Wenn das zu viel wird bei den Touristen, da muss man irgendwie so eine Anzahl machen oder sowas. Ich glaube, in Venedig ist das doch voll krass, oder? Dass da sogar irgendwie Schäden in der Stadt entstehen, weil da einfach zu viel los ist und das ist ja eigentlich nur so eine... Ich habe nur gehört, dass da Delfine wieder wie heimisch waren, nachdem die ganzen Touristen da weggeblieben sind und das Wasser plötzlich richtig rein war. Das hab ich gesehen. Ja. Ich bin in der Tube oben. Wo kommst du? Ich komme und mache jetzt fette Party in die Popo. Hallo? Beim Reinfahren Rolle machen. Soll ich? Was, ich hab's so gemacht? Okay, da ihm ist. Da verkackt. Irgendwas, ich fahr jetzt rückwärts. Okay. Und versuche jetzt zu drainen. Huh! Okay. Okay, ich fahr wieder nach oben, jetzt kannst du nach unten. Okay, ja, ich fahr runter. Pass auf, ne, ist ziemlich weit nach unten. Nicht, dass du da einfach rauslietest. Okay, ich bin raus. Dann fahr ich jetzt auch Klaus, ja. Okay, ein Wallride-Wechsel. Zwei oder ein? Mover, doppelter. Oh fuck, jetzt hier an der Straße wieder nach unten wahrscheinlich. Oho, oho, ja, wirklich oder oben? Ja, nee, unten. Ist wirklich, ja. Und jetzt hier bleiben und wieder hier bleiben. Ja, sehe ich mit dem Checkpoint. Hier war ich beim ersten Mal. Hier bin ich zum ersten Mal gefahren. Ja, Dito. Geil, wir haben. Buongiorno, hier sagt. Oh. Machen wir jetzt halt rückwärts fahren, glaube ich, ne? Ja. Amuchachos, welche Länder wollt ihr noch so bereisen? Habt ihr irgendwie so ein Favorite? Bei mir ist auf jeden Fall Vietnam, Chile und Peru ganz weit oben. Wieder bei mir mit, ist Japan rum, ganz weit oben. Meine mit dem Rucksack rumgehen. Hier ist wow. Kein M-Schiff, oder? Oh, na doch, Digga, eiskalt. M-Schiff rückwärts. Aber doppelt. Das geht. Ist in Ordnung. Digga, Japan steht auch auf meiner, auf jeden Fall, To-Do-Liste. Von voll vielen habe ich gehört, irgendwie Japan. Und Dominik, den kennst du ja auch, ne? Dominik? Ja. Ja, der hat da eiskalt seinen Doktor so halt gemacht, ne? Aber ist Dominik auch so ein kleiner Nerd? So ein bisschen anime-mäßig und sowas? Bro, eher so. Oh, ich hab's, glaube ich, fast! Na, fast. Eher so ein Nintendo-Zocker, eher so Zelda und sowas, also aber auch nicht so extrem. Also kein krasser Nerd, eher so ein Interessierter, leicht. Deswegen. Oh, ich hab's, Second Try, Junge! Digga, wie viel Animes und Hentais hat er sich gerade reingezogen? Alter, Digga, einfach rückwärts. Digga, Rückkehr des Tentakelmonsters.
Tentakel ausgelutscht, Alter. Aber es gefällt mir. Nee, aber deswegen würde ich gerne, und das Ding ist sogar, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie so ein halbes Jahr in Tokio zu leben. Bevor da zu arbeiten. Also bist du auf jeden Fall dann wahrscheinlich ein Gott. Dominik, ein guter Freund von mir, der ist ungefähr 2,30 Meter, also fast so groß wie ich, Muchachos. Ja, ist einfach ein Riese, der Dominik. Und der wird da immer, also Fotos wollen die mit ihm machen, weil die denken, er ist irgendwie so ein europäischer Basketballspieler. Ey, sind sie nicht, wie heißt er doch? Edgemar? Sie sind doch dieser, sie sind doch europäisch, oder? Sie sind groß, sind sie nicht Basketballspieler? Hallo. Aber, also, das, ich finde, Japan. Und du mit deinen blonden Haaren. Also, ich kann mich noch an, an Messezeiten erinnern. Digga, funktionier doch! Hallo! Hannover war ja mal eine richtig, richtig krasse Messestadt mit der CeBIT und mit der Expo. Da kamen ganz viele asiatischen Besucher auch. Und mein Vater und meine Stiefmutter haben damals auch so ein paar Gäste aufgenommen, ne? So einen auf denen, so hotelmäßig. Und die wollten immer, also ich war da ziemlich jung, und die wollten immer meine blonden Haare anfassen. Und immer so, blonde Haare, weil die das einfach nicht kennen. Sind seine Sackhaare auch blond? Okay, Digga, wie? Ich fahr schon mal weiter, ne? Fahr schon mal weiter, ja. Also, deswegen wollte ich sagen, du wirst da auf jeden Fall auch leben wie ein König, ist wahrscheinlich. Mit blonden Haaren. Hä? Ja, also würde ich nehmen, ne? Sag ich, wie es ist. Aber ja, gibt da auch schon so echt so ein Traum, ey. So Europäer-Partys. Dass du angesprochen wirst, dann bist du sozusagen so mit Highlight auf dieser Party. Die ganzen Asiaten sind da so, oh, Europäer. Okay, das ist schon wieder, oh, Europäer. Dann bist du auf jeden Fall auf dem Party-Game. Oh, Europäer. okay, also muss ja sagen, ich feier die asiatische Küche extrem, ey. Ich liebe die asiatische Küche, so geil, ey. Ja, ist schon viel, viel geiler Scheiß dabei. Oh, egal, es will einfach nicht! How is it even possible? Marc, was mache ich jetzt? Einfach gerade durch? Ja, sieht ja doch. Sieht gut aus. Spirale nach oben. Hallo? Geben Sie mir next. Ah! Ich hab ihn! Noch eher weiter rüber. So, wow, okay. Ah, jetzt komm doch mal da durch, ey. Digga, wie lange bin ich hier? 20 Minuten, was ist los? Aber ich glaube, ansonsten gibt es auch kein Land, das ich noch unbedingt besuchen will. China vielleicht noch. Bist du geil auf Afrika zum Beispiel? Afrika. Da war ich ja schon mal. Ich war ja einmal in Namibia. Stimmt, da, das steht. Da, wo ich mir beim Rückwärtssalto im Pool den Kopf aufgeschlagen habe, den Hinterkopf. Aber nee, sonst eigentlich nicht. Das Ding ist aber auch so. Ich bin da so ein bisschen, wenn jeder meint, er müsste die ganze Welt besuchen können dürfen, dann haben wir klimawandelmäßig eh schon verloren. So, das ist ja nur ein kleiner Prozentteil der Menschen, die tatsächlich Flugreisen machen. Und wenn das dann wirklich alle machen würden, Flugreisen, und immer meinen würden, ich kann jetzt Thailand besuchen, als nächstes kann ich noch Afrika besuchen, als nächstes kann ich noch vielleicht irgendwie die Eskimos besuchen, dann, ja. Wir reichen, bei den meisten Sachen reichen mir Dokus. Ja, ich muss das in Real sehen. Also ich finde, wenn man da ist, also ja, ich bin bei dir. Wenn man allerdings so die Kultur so erleben möchte, dann finde ich das schon wichtig. Aber wenn man jetzt nur einen Strandurlaub haben möchte, dann muss man nicht unbedingt, keine Ahnung, nach Ägypten, nach Thailand oder keine Ahnung wohin. Dann kann man einfach auch an die Ostsee oder Nordsee cruisen. Wenn man eh nichts von der Kultur sich da anschaut, sondern nur im Restaurant und keine Ahnung wo rumgammelt, dann kann man einfach irgendwo hin, wo es warm ist. Dann ist ja scheißegal, ob du jetzt in Polen bist, wo du im Auto hinfährst oder keine Ahnung wo, ne? Also wenn du wirklich nur Sonne tanken möchtest, so dann. Wir haben auch letztes Jahr den Urlaub in Griechenland gemacht, weil es einfach recht da dran war. Wir haben auch überlegt, irgendwie so Malediven oder irgendwie so richtig krass. Da dachten wir uns so, Digga, so 11 Stunden Flug für einen Urlaub, wo wir eigentlich nur rumchillen wollen, das ist auch irgendwie ein bisschen. Muss halt nicht, ne? Jetzt ja Sachen in der Nähe, wo man Strand hat. Ja, es geht nicht, ich bin immer noch da! Ich bin seit wie lange hier? Seit 10 Minuten? Ich hänge hier jetzt gerade auch ein bisschen. Alter. Beim nächsten Punkt. Aber zum Beispiel Ägypten war ich noch nie. Türkei war ich noch nie. Hab bisher aber nur Gutes drüber gehört. Beide schon. Und wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann kann ich mir gut vorstellen, keine Ahnung, so Türkei oder Ägypten sind für mich so gute Familienurlaubsorte. Ja. War ich auch mit meinen Eltern. Da bist du so eingecampt, gerade in Ägypten hast du einfach so deine Hotelanlage.
Und ja, da kannst du dir dann gut gehen lassen. Also das steht irgendwo auf meiner Liste. Egal, jetzt hab ich schon wieder. Unten. Es ist doch nur der Flip nach unten, dann hab ich's, ey. Vater, Stiefmutter, Bruder waren wir in Ägypten. Da hat mein Bruder sich, wir sind dann im, da war so ein kleines, ja, so ein Rutschparadies, so ein für die Kinder halt, die Jugendlichen, wir waren ja auch 12 oder 13 oder so. Und da hat mein Bruder sich beim Hochlaufen der Rutsche, ist er ausgerutscht nach vorne auf die Zehen, da hat sich die Steilzehen ausgeschlagen. Ah, Milchzehen also, oder real? Anderthalb, die realen. Oh shit, Bro. Alter, oh. Also so einen Scheiß hatte ich zum Glück noch nicht, ne? Also gerade so Zähne rausballern, das muss doch so schmerzhaft sein. Oh, yeah. Richtig random geschafft. Nice, endlich, ey. Da hat er's. Aber ja, Zähne sind ja bei mir eh so ein Ding, ne? Irgendwie gemerkt so, ja, irgendwie ist da ein Stück Zahn weggebrochen, so ein kleines. Ich wollte meinen Termin beim Zahnarzt machen, 10 Jahre später. Hallo? Digga, dieser Scheißflip da unten ist so dreckig gebaut, Alter. Ich bin früher random so ein bisschen rausgeflippt, aber ohne mich zu drehen. Also ein bisschen früher rausgefahren. Okay, interessante Stelle, hallo? Scheiß Fickarsch! Ey, das ist hier seit 10 Minuten, du hast dich so durchrasiert, ey. Seit 10 Minuten eigentlich so ein scheiß fucking Downflip, ey. Oh Mann, ey. Nee, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwas mit den Zähnen habt, ihr brecht euch irgendwas raus. Am Anfang ist noch ein bisschen verkantet, ich kann euch sagen, nach ein paar Monaten spielt ihr davon nichts mehr. Es hat sich sozusagen abgeschabt. Mit der Zunge macht ihr das dann, poliert ihr das so weg. Real Talk, ist wirklich so. Und sonst war ich noch im Urlaub auf Djerba. Digga, Djerba, Alter. Ist das Tunesien? Eine Star Wars Stadt, Alter? Das ist eine tunesische Insel. Unter Djerba da hat? Ich glaube, es ist ein Edel. Oh fuck, ich bin durch. Oh, endlich, ey. Und es ist keine dünne Reihe. Geil, ich hab den nächsten Punkt! Also Djerba war ich noch, da bist du auch schon, da war ich sehr jung. Oh nein, Russenschlitz. Oh nein, und er ist recht breit. Fuck! Fick Arsch, Muschikacke! Russenschlitz. Okay, jetzt muss ich irgendwie meine Tastatur, meine Maus irgendwie bedienen hier. Bedien meine Maus. Es ist stark. Ich brauche die Tastatur. Ficken! Verkackt instantly! Aber ja, ich schalte gerade meine DPI rum, um nicht ganz so hart zu lenken, wenn ich irgendwie mit der Maus. Das habe ich gerade ein bisschen Angst in meine Höschen. Ich überhaupt nicht, ey. Sehr viel Angst in meine Höschen. Ob man auf 300 DPI ist? Nein! Oh, boah! Gerade so geschafft, ey. Scheiße. Oh, dass man so nach oben springen musste, ey. Lecco mio. Nein! Ja, also hier mit der Maus lenken schaffe ich nicht, ey. Also nicht sowas zumindest. Jetzt habe ich 400 DPI. Ja, da tut sich einfach gar nichts, ey. 3000. 6000. Okay, Russenschlitz. Geiles Ding. Oh je, das ist immer so eine Sache, ja. Aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf Backpacking. Ich freue mich auf meine Hochzeitsreise irgendwann, wenn es dann nach Vietnam oder, keine Ahnung, viele Peru oder so ein Scheiß geht. Da bin ich schon echt geil drauf. Also essensmäßig möchte ich eigentlich eher Vietnam. Südamerika ist auch eine geile Küche. Südamerika haben die viel mit Mais, ne? Ja, so Reis. Maniok ist auch viel. Maniok ist doch so ein Schleimzeug, oder? Nee, Maniok ist so eine Wurzel. Ja, genau. Ja, aber das verarbeitet also man, glaube ich, zu so einem Schleim. Also ich kenn's nur, also es gibt bestimmt auch so Maniok-Püree, weißt du, so ein Scheiß. Aber ich kenne Maniok eher so als Kartoffel. Sozusagen. Sein auch hat die Konsistenz wie eine Kartoffel. Also nicht eher Schleim. Es gibt ja auch so Kartoffelbrei und sowas. Ne? Das gibt es eben auch bei Maniok. Ich glaube, ich habe mal gesehen, irgendwo ist es so eine Spezialität. So ein egal, aber Maniok ist schon ziemlich lecker, muss ich sagen. Nein, jetzt habe ich es einmal durchgeschafft, aber richtig verixte. Würde ich dir auch mal empfehlen, Maniok. Haben wir doch auch neulich erst drüber geredet, oder? Über Maniokwurzel oder irgendwas? Okay. Ja, okay. Soll ich die Potenz fördern? Haben wir deswegen darüber geredet? Ich verstehe, hallo. Ist das in Deutschland? Oder bist du ja schon? Hi! Was heißt hier schon, ey? Ja, also für den einen Punkt mit dem Flip nach unten, für den Punkt hier vor, habe ich übertrieben lange gebraucht. Ja! Nein! Digga, ich verkack den Flip, willst du mich verarschen? Digga, fährt er da First Try einfach durch, ne? Du nicht? Noch kein einziges Mal. Ich bin noch nicht einmal hier durchgefahren. Alter!
Den Troy hättest du mitgenommen, ne? Hätte ich mitgenommen, ja. Aber leider nein. Okay. Ja, Amerika war hier. Ich, Kanada war ich. Wo war ich denn noch so von mir urlaubmäßig? Oh. 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 Oh, komm jetzt. War, kommt noch was? Weiß ich nicht. Fuck, eine. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin durch. Oh. Durch oder durch? Durch. Perfekt. Nein. Nein! Alter! Oh, ich hab echt gedacht, ich schaff's. Ich hab echt gedacht, ich schaff's. Ich hab mich leider. Ich nicht die Koralle, hat nicht ganz geklappt. Hallo, was machen Sie hier, Mister? Alter, wenn du den Flip geschafft hast, kommt so eine steile, flache Wand, wo du hart nach oben ziehen musst und durch einen Aussortierer durch musst. Warte, ich dann joggst du runter und dann kommt Koralle mit Bumper und dann wieder zurückfahren und dann ist, glaube ich, der Punkt. Dazu sage ich Hallo. Egal, diese Scheiße hier! Okay, also wenn man wirklich mal so einen Zentimeter davor schaut, wie man lenken muss, dann geht es so einigermaßen. Alte Scheiße, ey. Alte Scheiße, komm ich da noch durch? Nein, ey, es erwischt mich genau, oder was? Das war auch einfach dämlich, muss man sagen. Du zum Beispiel ist auch 2018 mit mir das erste Mal nach Malle geflogen. Davor ist noch nie Flugzeug geflogen. Ach, krass, ey. Also für mich ist das irgendwie null was Besonderes, weil ich eben 100 Mal in Bulgarien war, ne, mein Jungs? Ja. Aber übrigens, da auch schon Ritual, kann man fast sagen. Wenn du im Flugzeug bist und du startest, vorher sagen, du hast Flugangst, dann kriegst du nämlich schon Alkohol. Lol. Seht das oder? Okay, lieber verkacken. Und dann, während du startest, ja, ansetzen und dann gehst du ja so langsam nach oben und dann schüttest du dir das sozusagen automatic in den Rachen. Eine schöne Whisky-Cola-Mische oder so. Das war damals immer so Tradition. Also einer hatte wirklich Flugangst. Als Kumpelgruppe mit 6 Leuten nebeneinander und alle haben gesagt, wir haben Flugangst. Geben Sie uns Alkohol. Also ganz am Anfang haben wir einfach noch so Alkohol bekommen, schon direkt am Anfang, weil wir einfach aussahen wie die krassesten Urlauber. Alle das gleiche T-Shirt, weißt du, so Party-Shirts und so ein Scheiß. Da haben sie sich einfach gedacht, okay, um Stress zu ersparen, ja. Gib den aber durch beim Aussortierer. GZ. Fuck, jetzt wieder Koralle, ne? Okay. Ja, und deswegen einfach Schnappes, ne? Ja, Koralle habe ich. Jetzt muss ich hier abfahren und da ist der Punkt, oder wie? Einfach nur gerade durch. Yeah, nicht mal ein Weitsprung. Geil! Nicht schon wieder, Bruder. Rückwärts, Digga. Irgendwie durch. Nicht schon wieder, ey. Apropos Muchachos. Oh, ganz, ganz wichtig. Ich hab irgendwo mal... Nee. Damals frustriert, heute rasiert Vorschläge von euch bekommen. Ich weiß leider nicht mehr, wo die gelandet sind. Habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Deswegen, falls ihr noch Ideen habt, ja, bitte schickt uns die Vorschläge. Dankeschön. Auf den Hinweis, jetzt kommen erstmal 3 Trilliarden Mal die Level Rushen. Ja, okay, die braucht ihr nicht mehr hinschreiben. Hallo. Oh, ich glaube, ich komme das erstmal durch. Oh, Alter, was bin ich denn für ein verdammter Profi, Junge? Ich bin am Ziel. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit dem Rückwärtsfahren da gerade und dem Drehen so gut schaffe. Aber I did it! Ups. Und jetzt würde ich gerne Marvin schauen, aber auch mal. Vielleicht krieg ich noch einen. Ja! Ich krieg noch ein Flugbike und kann Marvin zuschauen. Aber am Ziel 27 Minuten Muchachos für euch. Knackige 20 Minuten Challenge kann man schaffen. Ja, ja. Das mit dem Rückwärts, das hat mich ist eben hardcore genudelt. Mit der Koralle, oder was? Nee. Runter? Wolle. Nee, fahr vorwärts. Ach so. Ja, was macht der da, ey? Hä, da stand doch aber... Ja, aber du spawnst doch vorwärts. Du fährst hier runter, du fährst einen rechts von der Mitte. Ja, genau, jetzt auf der Spur rechts von dir musst du fahren. Und im Flug Leertaste D. Und sobald du durch die Bremse durch bist, musst du dich wieder vorwärts umdrehen. Das war bestimmt zu weit gedreht. Okay. Vorwärts drehen. Ja. Hallo, die Nudelholz. Die Nudelholz. Digga, sieht geil aus. Cruise rein. Wir cruisen. Oh, wissen der?
Fleggerich. Da ist der Fleggerich, ein riesen Fleggerich. Wir cruisen rein, Muchachos. Das war eine geile Map. Hat mir echt gut gefallen. Das schönes war auch echt Ding, smooth, ne? Wie immer, wenn ich Erste bin. Wir wissen Bescheid. Hallo. Und ja, der Emschi rückwärts hat mich einfach brutal weggenudelt. Da habe ich, glaube ich, 15 Minuten oder so gebraucht. Hatte der aber richtig lucky über den dritten Try geschafft oder so. Also, Muchachos, ja. Wir haben euch sehr viele Sachen gefragt. Ja, gerne Antwort in die Kommentare brezeln. Bis dann. Reingehauen. Ciao, ciao.